Schon am Vormittag fühlt sich Wolfgang Tiefensee als SPD-Landeschef. Als erster nimmt er Katharina Barley in Empfang. Die designierte Bundesjustizministerin ist Ehrengast auf dem Sonderparteitag in Weimar. Auf der Tagesordnung eigentlich nur ein Punkt, die Wahl Tiefensees zum Parteichef. Gegenkandidaten gibt es keine. Fraktionschef Matthias Hay, Wunschkandidat vieler Mitglieder, lehnte aus persönlichen Gründen ab. Und auch Innenminister Georg Mayer verzichtete auf eine Kandidatur. Nun liegt es also an Wolfgang Tiefensee, die Thüringer SPD besser zu machen, wie er selber sagt. Ich entschuldige mich bei den Wählerinnen und Wählern, die uns das Vertrauen entzogen haben. Nicht Sie sind einen falschen Weg gegangen. Wir sind nicht unseren Ansprüchen gerecht geworden. Zeit umzukehren, Zeit umzudenken, Zeit für einen Neustart. Eine knappe Stunde referiert der 63-Jährige, wie dieser Neustart gelingen soll. Arbeit, Bildung, Wohnen, Gesundheit, auf diese Lebensbereiche will sich die SPD konzentrieren. Ein Beispiel. Wir kämpfen für einen höheren Mindestlohn, der für eine auskömmliche Rente reicht. 8,84 Euro sind zu wenig. Wir gehen mit einem vergabespezifischen Mindestlohn von 9,54 Euro voran. Im Hinblick auf die Landtagswahlen 2019 sagt Tiefensee, er möchte das linke Regierungsbündnis fortsetzen und stehe als Spitzenkandidat der SPD zur Verfügung, falls die Basis das wolle. Reaktion. Wir hoffen, dass es jetzt in seiner Rede, hat er viele Sachen angesprochen, dass er das auch dementsprechend dann so durchzieht. Wir sind sehr optimistisch. Da gibt es noch einige Themen zu debattieren, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Wir sind ja eine lebendige Partei, das haben wir in den letzten Monaten und Wochen vor allem gezeigt. Und deshalb geht es jetzt sozusagen los. Das war der Startschuss, um weitere inhaltliche Auseinandersetzungen zu führen. Ich denke mal, er wird jetzt die SPD Thüringen weiter verwalten, aber zu einer Neuerung muss es, glaube ich, aus der Basis herauskommen. Also der Landesvorsitzende wird nicht unbedingt eine Neuerung von oben anstoßen können. Am Ende stimmen 124 von 158 Delegierten für Tiefensee. Mit 78,5% wird er zum neuen Landeschef der SPD gewählt. Kein Traumergebnis, doch die Mehrheit sieht in ihm einen erfahrenen und vor allem optimistischen Politiker, den die SPD derzeit dringend braucht.